So, dann baue ich mal das Koordinationstraining für heute auf. Es ist wieder eine Sondersendung. Pause geht dann noch länger. Jetzt ist halb. Wo ist denn der Josip? Ruf ich den mal an. Wo der bleibt. Ja, servus Fruzzi. Ja, servus Josip. Du, wo bist denn du? Wir haben doch so Treffpunkt für das Koordinationstraining. Ja klar, ich bin schon auf dem Weg. Bist schon auf dem Weg? Okay. Ja, und was ist mit dir? Ja klar, ich bin schon da, ich bin schon in der Halle und bereite alles vor. Was? Du schon da? Dass ich das mal erlebe. Geil. Der ist doch Logo. Heute ist der Termin. Stand ja so im Drehbuch drin. Ja, du immer mit deinem Drehbuch, aber passt, ich bin gleich da. Gut, bis gleich. Ciao, ciao. Pronto! Alles klar? Schon, bei dir? Auch. Was machst du denn hier? Ja, ich muss ja später noch arbeiten, ich muss mal pünktlich anfangen. Ich bin doch auch überpünktlich. Ja, schon, aber ja, wir sind ja überprofessionell. Ja, super. Ja. Du, ich leg schnell die Sachen bereit, die können nur Zuschauer da als Hilfsmittel benutzen für die Koordination. Dann können wir anfangen mit der Sendung. Gut. Okay. Gut, dann machen wir es eigentlich soweit, gell? Mhm. Mal. Jonorit, was geht ab? Da die Zwangspause leider ein bisschen länger läuft, melden wir uns zwischenzeitlich mit einer Sondersendung. Heute zum Thema Koordination und Kognition. Herzlich willkommen zu einer Special-Folge JFKT, Josips und Flozis Koordinationstraining. Dazu seht ihr hier ein paar Utensilien, ein Seil oder zwei Seile, ein Handtuch und ein Leibchen, kann aber auch ein T-Shirt sein. Da ihr diese Koordinationsübungen in eurem Zimmer macht oder auf einem Platz, wo ihr wenig Raum habt, sind heute ein paar Übungen dabei, wo ihr wirklich einen geringen Platz braucht und da könnt ihr diese Sachen als Hilfsmittel nehmen. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen. Ihr werdet da schon was finden. Bei der ersten Übung springen wir einbeinig auf dem Fußballen seitlich hin und her. 10 Mal pro Seite und dann entsprechend den Fuß wechseln, insgesamt 3 Durchgänge. Achtet hierbei wirklich darauf, mit dem Oberkörper gerade stabil zu bleiben, eure Arme entsprechend mitzunehmen, nicht zu einer Seite wegzukippen und das Ganze im Fuß nur mit dem Fußballen zu machen, nicht mit der Ferse draufstampfen, wirklich da leicht abfedern. Für die nächste Übung springen wir über Kreuz, einmal vorne rum und einmal hinten rum, insgesamt 20 Sprünge, jeweils 3 Durchgänge. Achtet wirklich darauf, eure Arme sauber mitzunehmen, nicht irgendwie durchhängen zu lassen, auch mit dem Oberkörper gerade und stabil bleiben. Für die nächste Übung markiert ihr euch ein Kreuz, da ihr 4 Felder braucht. Wir springen im Kreis, immer abwechselnd, beidbeinig und einbeinig. Pro einbeinigen Sprung bitte jeweils den Fuß wechseln. Das Ganze machen wir 10 Kreise pro Durchgang, sind insgesamt 40 Sprünge, jeweils 3 Durchgänge. Um das Ganze zu steigern, klatscht ihr nun bei jedem Sprung einmal in die Hände, abwechselnd vorne und hinten. Das Ganze macht ihr pro Durchgang mit 5 Kreisen, 3 komplette Durchgänge. Für die nächste Übung stellt ihr euch auf eine Seite eurer Linie oder Schnur. Wir arbeiten wieder nur mit den Fußballen, indem ihr auf der Seite, auf der ihr steht, 3 kurze Kontakte macht und dann mit dem 4. nach vorne rüberkreuzen. Und das Ganze nach vorne
und dann entsprechend auch nach hinten. Arme entsprechend sauber mitnehmen, die Rotation beim vierten Kontakt nur aus der Hüfte, nicht aus dem Oberkörper, der bleibt stets gerade. Macht das Ganze pro Durchgang 30 Sekunden, beidseitig, insgesamt 3 komplette Sätze. Wir steigern das Ganze, indem wir pro seitlichen Kontakt erst mit der einen Hand auf die Brust fassen und daraufhin beim nächsten mit der anderen Hand auf den Kopf. Und beim wiederum nächsten wechselt ihr jeweils die Reihenfolge der Hände. Für die nächste Übung stellt ihr euch links neben eure Linie. Ihr startet mit 2 Kontakten mit dem rechten Fuß, um dann mit dem linken Fuß die Seite zu wechseln. Habt dann auf der anderen Seite entsprechend mit dem linken Fuß 2 Kontakte und wechselt mit dem rechten Fuß die Seite. Das Ganze macht ihr 30 Sekunden lang, wie gewohnt in 3 Durchgänge. Zur nächsten Übung wechselt ihr die Seite hinter dem Standbein. Das Ganze 30 Sekunden lang in 3 Durchgänge. In der nächsten Übung steigern wir das Ganze, indem wir wieder unsere Arme dazu nehmen. Heißt, bei jedem Seitenwechsel geht ein Arm auf die gegenüberliegende Schulter. Nun erfolgt der Seitenwechsel wieder hinter dem Standbein. Beide Übungen wieder 30 Sekunden lang, 3 Durchgänge. Zu guter Letzt folgt unsere Königsdisziplin. Die Schrittfolge bleibt dieselbe. Ihr startet wie gewohnt mit einem Seitenwechsel vor dem Standbein. Mit den Händen arbeitet ihr weiterhin diagonal, berührt jedoch zunächst die Brust und dann die Schulter. Und dann das Ganze im Wechsel. Nun das Ganze wieder mit dem Seitenwechsel hinter dem Standbein, 30 Sekunden lang in 3 Durchgänge. Und natürlich gibt es auch bei der JFKT Flussig Challenge. Ihr nehmt euch ein Handtuch, rollt es zusammen, legt es euch hin und die Aufgabe ist es, immer mit beiden Füßen drüber zu springen, in einer Minute so viele Kontakte wie möglich, ohne Pause. Ich hatte 156 Kontakte. Schickt mir wieder eure Videos. Ich bin gespannt auf euch. Nachdem wir uns bisher intensiv mit den Themen Technik, JFTS, und Athletik, JFAT, beschäftigt haben, war das heute unser erstes Training zum Thema Koordination und Kognition, JFKT. Wir hoffen, dass die Pause nicht mehr allzu lang dauert und wir sehen uns dann wieder hier auf unserem Kanal. Bis dann! Herzlich willkommen zu einer Special-Folge. Special-Folge. Special. Ja, so.
Und das war die Sprechfolge. Herzlich willkommen. Nein, das war Davide. Du kannst mich da nicht so. Ja, aber mein ganzes. Kannst du. Ist das möglich normal? Weil das ist Wahnsinn. So. Das ist Wahnsinn. Wie soll ich sonst so? Normal, ja, wir haben die Hände hängen. Ja, so. Das ist auch super. Nein! Nein! Nicht Urlaub. Für die nächste Übung steigern wir das Ganze. Und zwar kreuzen wir. Nein, Spaß. Nein, ich wollte es anders sagen. Vor allem. Oder? Für die nächste Übung steigern wir das Ganze. Wir springen ab sofort. Leck mich am. Für die nächste Übung markiert ihr euch ein Kreuz, da ihr vier Felder braucht. Wir starten mit einem. Nein, das war aber schon gut. Für die nächste Übung markiert ihr euch ein Kreuz, da ihr vier Felder braucht. Ihr beginnt mit einem Doppelsprung. Nein, Doppelsprung. Beidbeinigen. Wir starten mit einem beidbeinigen Sprung. Ihr landet auf einem Fuß, springt mit diesem Fuß direkt weiter. Warte, wann musst du abspringen? Fang doch schon mal an. Du musst dann schon anfangen. Du fängst an, ja, okay. Machst es langsam durch und ich erkläre währenddessen. Ich mach dann einfach mal weiter. Ja, der Akku ist gleich am. Okay. Sag einfach mal, man wechselt immer zwischen zwei Füßen und einem Fuß ab. Achtet auch hier bitte dabei. Nochmal. Mach die Füße gleich wie vorher. Soll ich hier nochmal mit rechts? Nein, wir machen genau gleich wie vorher. Nochmal. Ruhe bitte. Achtet einfach bitte darauf einfach. Warum einfach? Warum sage ich einfach? Entspann dich, Flutzi. Warum sage ich einfach? Ja, achte halt dann einfach drauf, Mensch. Wechselt bitte Produkt. Mein Gott, was mache ich denn? Keine Kraftausdrücke, bitte. Oi. Sonst müssen wir jetzt wieder überpiepsen und das ist. Ja, die piepsen gar nicht. Ich bin die Ruhe selbst. Okay. Ende, abwechseln ja, vorne. Nicht so, dann muss ich ja noch. Um das Ganze zu steigern. Klatschen wir ab sofort bei jedem Sprung einmal in die Hände. Wieso ab sofort? Lass doch mal dieses ab ja, sofort. Ja, okay. Oh, jetzt bin ich raus. Digga. So, hier machen wir einfach ab sofort und wieder fünf Durchgänge. So, können wir uns konzentrieren bitte? Warte. Was sage ich denn jetzt? Das haben wir doch gar nicht gesprochen. Warte, ich hab's. Das ist aber doof, wenn er so dort steht die ganze Zeit. Also erst reden. Ich hab dich zugehört. Erst ja, reden. Ja, der wartet auf dich. Erst reden, okay. Oh nee, warte, ich krieg dich schon hin. Ich mach's schon, ich sag links Brust, rechts Kopf. Warte, mach einen Cut, mach einen Cut. Achso, das mach einen Cut wegen Schneiden. Achso, Cut. Wissen. Gott. Der Unterschied gegenüber der vorigen Übung besteht darin, die Seite nun hinter dem Standbein zu wechseln. Warum sagst du denn das? Was? Ich hab gerade die ganze Zeit im Kopf JFTS, JFAT, JFK. Brust, Schulter, Schulter, Brust, Brust, Schulter, Schulter, Brust. Oder nicht Brust, Brust Schulter, Brust, dann Schulter und dann wieder Schulter. Nein, Brust, Schulter und dann wieder Brust, Schulter. Schulter. Brust, Schulter, bloß halt andere Hand. Ja, genau, also, Brust, Schulter, Brust, Schulter. Brust, Schulter. Ja, genau. Nein, Brust, nein. Schulter, Brust, Schulter. Nicht Schulter, Brust, Brust, Schulter, Schulter. Also immer Brust, Schulter, immer. Brust, Schulter, Brust, Schulter. Aber andere Seite. Andere Seite. Rechte, linke Arm, Schulter dann. Brust, Brust. Schulter. Schulter. Brust. Brust. Andere Seite. Andere Seite. Ja, aber dann du musst ja die gleiche Hand nehmen. Du musst doch die gleiche Hand nehmen dann. Brust. Brust. Schulter. Brust. Brust. Schulter. Brust. Wieder andere Seite. Andere Seite. Ah, dann ist ja eine Hand macht ja. Ja, ja. Über jeden Wechsel hast du es. Das hast du ja vorhin auch gemacht mit Brustkopf.